Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, mein Lieben, ich möchte heute ja die aktuelle Einreisebestimmungen aufgrund der Corona-Pandemie euch vorlesen. Ich habe das jetzt vom Internet mir rausgesucht, von der Seite von ADAC. Und ja, dann würde ich mal sehr gerne mit der Vorlesung anfangen. Ja, letzte Aktualisierung wurde am 14.16., also 14.06. gemacht, 2021. Für Reisende aus Deutschland gilt erstens Registrierung bei Flugreisende ab 6 Jahren müssen sich im elektronischen Formular der Gesundheitsbehörde im Link unten innerhalb von 72 Stunden vor der Abreise anmelden. Also das ist der Einreiseformular der türkischen Staat. Also beziehungsweise da muss man ja eine Einreiseformular ausfüllen, bevor man in die Türkei reist. Ja, die Kontrolle findet bei der Einreise oder beim Check-in statt. Es wird ein Hashcode generiert. Mit dessen Hilfe der Behörden dem Reisenden den Kontakt mit einer Covid-19 infizierten Person melden und eine Nachverfolgung durchführen können. Der Hashcode kann während der Reise via SMS oder App erneut abgerufen werden. Er ist für Kontrollen bereitzuhalten. Ja, zweitens, Test oder Impfung oder Genesung. Für Personen ab 6 Jahre negativer Covid-19-PCR-Test bei Einreise nicht älter als 72 Stunden. Oder negativer Antigen-Test bei der Ankunft nicht älter als 48 Stunden. Ja, wie gesagt, das ist der Stand von 14.06. Hier, amtlicher Nachweis einer vollständigen Impfung, deren letzte Impfdosis mindestens 14 Tage vor der Einreise gegeben wurde. Oder amtliche Dokumentation der Genesung von einer Covid-19-Infektion nicht älter als 6 Monate vor der Einreise. So, drittens, stichprobenartige Tests bei Einreise. Bei positivem Ergebnis werden Gesundheitsmaßnahmen angeordnet. Viertens, Messung der Körpertemperatur bei Einreise. Bei erhöhter Temperatur oder anderen Covid-19-Symptomen folgen weitere Gesundheitsuntersuchungen. Ja gut, dann kommen wir hier auf Transit. Für den Transit sind weder elektronische Registrierung noch ein Test, eine Impfung oder eine Genesung erforderlich. Findet ein Rückflug von der Türkei ins Ausland über einen türkischen Flughafen statt, sind bei einem Transitaufenthalt von mehr als 24 Stunden für den innertürkischen Flug das elektronische Formular und der dabei erzeugte Hashcode erforderlich. Ja, mein Lieben, das war's heute von mir. So ein kurzes Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen hoch geben würdet. Oder ihr könnt auch gerne kommentieren. Für neue Zuschauer würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Also, dann würde ich sagen, bis zum nächsten. Danke, euer Vati. Ciao.